letzte Sommer. Oh ja, das ist der letzte Sommer. Sagen die Bayern, das ist die letzte Bahn. Steig ein, das ist die letzte Chance. Noch ein. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Das ist ja wieder der verrückte Sommer heute an diesem Dienstagabend. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute mit der Folge 13. Ich war ein bisschen in Oberfranken unterwegs und habe auch die Leute im Lauf an der Pegnitz ein bisschen verarscht. Also viel Spaß hier mit der neuen Folge. Ein Zehner. Nee, ich möchte kein Geld, keine Angst. Was haben Sie gesagt? Was Sie wollen. Nein, kein Zehner oder so. Was wollen Sie denn? Einfach, warum sind Sie denn heute nicht zu Hause geblieben? Weil es ist doch so heiß. Es ist überhaupt nicht heiß, ich friere, guck mich kalt, freu uns mal weißt dein du, Hände. Ich bin bei aus, mir ist es riesenkalt. Ich bin aus dem Norden. Ich bin froh, dass es mal die Sonne wieder stand. Noch was? Ich verstehe Sie nicht. Noch etwas? Ich bin raus, weil ich bin froh, dass die Sonne scheint und es ist wahnsinnig kalt. Hören Sie nicht gut? Sind Sie stumm? Kaum! Wie viel Uhr das ist es? Sind Sie taub? Uhr? Sind Sie taub? Das ist ein verrückter Sommer. Es ist alles verrückt, das ganze Jahr, die ganze Welt. Wir gehen einem Untergang entgegen, es kommt eine neue Ära. It's my life. 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 Na, es ist uninteressant. Das ist uninteressant. Weil ich das nicht will, ist das ja so schwer zum Verstehen. Also ich will da keinen herin haben. Ich komme klar, brauchen keine Hilfe. Ich habe jetzt nicht gehört, ja, ich weiß nicht, der junge Mann hat da irgendwas abzulesen, aber dann passt da hier. Ja, was hat er abzulesen? Irgendwelche Zahlen? Nein, abzulesen. Wir wollten Ihnen helfen bloß. Was sollt ihr ablesen? Ich weiß es ja nicht. Ist sind Sie mit ihm willkommen? Nein, gar nicht. Ich kenn's nicht. Ich glaube jetzt abzulesen. Ja, entschuldige. Alles Gute. Oh, Sie laufen jetzt da und da rum. Ja, okay. Und fragen da die Leute aus? Ja, Sie können es bloß zufrieden. Wir kennen das bei anders da regeln, gell? Warum? Wenn Sie meinen, also Sie müssen da Bogen oder Stier oder irgendwelche Sachen auskundschaften, dann holen wir mal die Polizei gleich. Nein, ich will nicht auskundschaften, ich will auch nicht so aufdringen. Ist diese eine verrückte Sommer? Sind Sie ein Ausländer diese Sommer, das ist nicht deutsch? Oh, ich bin ja eine komische Person. Ja. Sie ja. Verstehen nicht und Ihre Sprache stimmt nicht. Alles falsch. Alles falsch. Exlexik im Kopf. Ich mache immer so. Was heißt das? Ich mache immer so. Kann man Ihnen helfen? Es ist außergewöhnlich, verstehen Sie das Wort? Ja. Kommen Sie mal her. Nein, hier ist Schatten. Hier ist Schatten. Aus welchem Norden kommen Sie denn? Aus Irland, aus England? Aus Grönland. Fränkische Schweiz. Aus der Fränkischen Schweiz. Ja. So, und was ist jetzt los mit Ihnen? Also, ich wollte fragen, ob ich auf einem Baum wohnen kann. Nee, warum nicht? Da können Sie nach Kanada gehen, da kann man das. Hier ist es nicht erlaubt. In Kanada. Warum ist es nicht erlaubt? Okay. Wenn Sie ein Franke sind, dann müssen Sie es wichen, da können Sie ein Ding, weil das ist gefährlich. Wer wird auf dem Baum und wer hat solche Idee? Bald regnet es wieder. Das war's auch schon wieder hier mit der Folge 13 des verrückten Sommers. Ich hoffe, es hat euch wie immer ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt dieses Video jetzt bewerten. Ihr wisst ja, wo die Knöpfe dazu sind. Ansonsten freuen wir uns über Kommentare. Schreibt mal unten rein, welche Aktion wir das nächste Mal hier beim verrückten Sommer starten sollen. Ansonsten, in welchen Ort sollen wir mal kommen zum Filmen? Alle Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Ob sie dann erfüllt werden, ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall, wir lesen alle durch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schaut das nächste Mal wieder vorbei. Morgen dann gegen 23.50 Uhr mit der nächsten Folge. Servus. Macht's gut, hier ist euer Abspann.